Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Klatsch auf Kleines mit Winifred. Warte, ich muss glaube ich das Mikro mal ein bisschen lauter machen. So, also, habe ich jetzt überhaupt richtig viel verändert am Mikro? Na, es geht. Aber es ist glaube ich laut genug. Also, ich habe gesagt, wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Wie viel Gold können wir denn ausgeben? Ich habe mir nochmal das Angebot gekauft für 21,99 offscreen und habe jetzt dreimal die Rune des Goldes, also 3x12 Millionen sind 36 Millionen Gold, plus 12 Millionen, die ich hier noch habe, sind 48 Millionen. Plus, Moment, Schatzkammer, nochmal 1, ja sagen wir nochmal 2. Nochmal 2, was habe ich gesagt? Ach, wir sind 50, ne? Sind wir jetzt bei 50 angekommen? Plus nochmal das, was ich hier drin habe, sind, ja, auch nochmal, sagen wir mal 80.000 pro Goldmine. Ich werde das später mal aufschreiben, wie viel wir jetzt ausgegeben haben. Habe ich irgendwo einen Zettel hier rumfliegen? Moment. Hab ich irgendwo einen? Ein Zettel hier, ist ein Zettel. Ich hab einen. Keine Sorge. Also, ein Zettel und ein Stift, ganz oldschool. So, rup. Schreiben wir das mal alles auf. Wir fangen mal an. Ich habe drei Arbeiter frei. Und wir können eigentlich richtig teure Sachen mal machen, oder? Der ist ziemlich teuer. Luftabwehr kostet nur 10,8. Was haben wir denn sonst noch im Angebot? 11 Millionen, ansonsten, was haben wir denn? Irgendwas Teures mal, Leute. Gibt's denn nichts Teureres? Nein, die Inferno-Türme und die X-Bögen nicht. Weil die einfach hässlich. Nein, der kostet 12 Millionen. Ich könnte es so leicht ausgeben. Aber ich mach's nicht. Nein, das machen wir nicht. Wie viel kostet der Luftfeger? Ah, den gibt's gar nicht zum Upgraden. Tesla kostet 10 Millionen. Ich würde sagen, wir machen die Magiertürme. Ich finde die Magiertürme sehr schön. Also Magiertürme 1. Und Moment. Jetzt habe ich noch 800.000 übrig, ne? Das war blöd. Ich hätte doch die X-Bögen machen sollen. Ich schreibe mir das trotzdem schon mal eben auf. 11,2 waren das. 11,2 Millionen. Ha, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Können wir das vielleicht irgendwie noch auffüllen? 1,3, okay. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir greifen nämlich jetzt an. Und wenn ich angegriffen habe, müssten wir so ganz knapp über 2 Millionen hoffentlich liegen. Das ist eigentlich... Ja, wir müssen die X-Bögen machen, Leute. Wir müssen die X-Bögen machen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Sonst kriege ich die 12 Millionen nicht weg. Hä, das ist ärgerlich. Okay, dann würde ich sagen, wir machen einen kurzen Cut. Ich warte mal, bis ich einen Gegner gefunden habe. Klar, wir müssen auch sowieso angreifen in dieser Folge. 700.000 brauchen wir ungefähr. Merkt euch das mal. Was habe ich als Bonus? Als Bonus habe ich 250.000. Also ungefähr, ja, 450.000. Merkt euch das mal. Also, kurzer Cut, bis gleich. Okay, also, ich habe mich nochmal umentschieden. Ich habe den Bonus aus der Clanburg mitgenommen. Jetzt haben wir 3,2 Millionen, weil ich mir gedacht hatte, wenn wir zwei Angriffe schaffen, oder wenn wir vielleicht die 5 Sterne holen für den Sternenbonus, dann komme ich vielleicht auf 5 Millionen insgesamt und kann ein Mauerstück machen und kann dann nochmal danach den X-Bogen für 12 Millionen machen. Das ist so die Rechnung, die ich da aufgestellt habe. Hoffentlich klappt das, weil wenn ich jetzt 2 Millionen für die Falle ausgegeben hätte, dann wäre der Arbeiter weg gewesen. Dann hätte ich den Arbeiter nicht mehr gehabt. Ah, das ist so der Plan, weil wir haben noch keine einzige Rune ausgegeben, ne? Wir haben noch nicht eine einzige Rune benutzt. Das ist das Problem. Deswegen, wir müssen da unbedingt jetzt mal ranklotzen. Deswegen nehmen wir diesen Angriff jetzt hier auf jeden Fall auch mit. Gucken, dass wir auf jeden Fall was hinbekommen. Das wäre nämlich sehr gut. Komm. Mach die Mauer kaputt. Sehr schön. So, jetzt kommen da hoffentlich die Riesen raus. Machen die Luftabwehr kaputt. Es geht hier erstmal um die Sterne. 3 Sterne wären natürlich super. 2 wären, okay, 2 Sterne müssen wir holen. 3 wären natürlich echt toll. So. Oh, wenn die sich die Adler-Def holen würden, das wäre natürlich auch cool. König ist jetzt gezündet, holt sich jetzt hoffentlich die Adler-Def gleich. Ja, ist weg, sehr gut. Oh, 3 Sterne wären natürlich gut. Und das Gold dazu. Die Gegnersuche kostet mich auch Gold, das müssen wir alles bedenken. Also es wird eng, aber ich denke mal, das sollten wir hinbekommen. So viel auszugeben wie möglich. So viel auszugeben wie möglich. So, komm. Ich habe den Trainingstank auch mal reingeschmissen, damit die Helden gleich schon direkt regenerieren. Da einen drauf. Da mal einen drauf. Da können wir schon mal eigentlich... Moment, können wir da frieseln? Moment, noch nicht. Da können wir schon mal frieseln. Friesel ich nochmal. Auch nochmal einen Wutzauber drauf. Und jetzt werden wir den Warden gleich zünden. Jetzt nämlich. Und dann hoffen wir mal, dass wir so viel holen, wie es geht. Komm. Holt ihr noch. Ja, sehr gut. Rathaus ist down. Es müssen 3 werden, Leute. Okay, wir haben uns noch einen Zauber gespart. Aber ich habe eh noch wieder Zauber in der Nachproduktion. Oh, 3,5 Millionen. War jetzt noch nicht so viel, wie ich erhofft hatte, aber wir müssen bedenken, wir kriegen noch den Bonus dabei. Wir werden hoffentlich gleich den Sternenbonus noch kriegen. Das sind, glaube ich, 600.000. Also die kommen auch nochmal on top drauf. Es wird knapp.
Wir gucken gleich mal. So, 98%. Ja, wir müssen, glaube ich, gleich mehr holen. Das waren, glaube ich, gerade 300. Wie viel waren es? 375.000? Wir werden es gleich sehen. War ein bisschen wenig, aber ich hoffe mal, wir kriegen es hin. Aber gut, da sollen wir zumindest auch noch Angriffe in der Folge. Also wäre jetzt auch langweilig gewesen, wir hätten echt nur die ganze Zeit die Runen ausgeben. Ja, 369.000 plus 2. Ja, das ist insgesamt schon okay, aber es wird nochmal knapp. Hoffentlich sind meine Clan-Kollegen jetzt da und können mir spenden, das wäre gut. Helden dauern noch ein bisschen. Wir haben jetzt 3,8 Millionen. Es ist machbar. Es ist auf jeden Fall machbar. Ach, 700.000. Okay. Wir müssen nur irgendwie diese 2 Sterne kriegen. Und dann haben wir es ja fast schon. Dann haben wir ja nicht ganz, aber es könnte reichen. Es könnte auf jeden Fall reichen. Okay, wir kriegen ja noch den Bonus dabei. Eine 250.000 Bonus, 700.000 Sternen Bonus plus den Loot. Dann müssen wir auf 5 Millionen kommen. Dann können wir noch was ausgeben. Oh, und dann habe ich ja immer noch einen Arbeiter frei. Und das war das, was ich haben wollte. Das war das, was ich haben wollte. Hoffentlich klappt's. Aber was haben wir denn dann noch? 5 Tage, 13 Tage, einen Tag. Den könnten wir vielleicht freimachen. Oder vielleicht den Magierturm. Ich habe ja das Buch des Bauens. Gibt es nicht sogar noch ein Buch? Belohnung. Ja, Buch des Bauens, das kriegen wir dann eh wieder. Alles klar. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay. Der kommt mir natürlich jetzt sehr gelegen. Er hat echt viel Loot. Das ist eigentlich für uns fast schon ein Problem, weil er viel mehr Loot hat, als wir eigentlich brauchen. Deswegen nehme ich... Ich nehme erstmal das Kill Squad nicht mit. Oder? Doch. Nein, ich habe keinen Wut. Keinen Sprungzauber und auch keine... Nein. Ich habe keinen Sprungzauber und ich habe auch keine von den Belagerungsmaschinen. Das ist jetzt natürlich gar nicht gut. Das ist jetzt wirklich gar nicht gut. Jetzt müssen wir nämlich hoffen, dass die da relativ gut durchkommen, damit die Luftabwehr kaputt machen. Das ist ja der Sinn von dem Killscott, aber es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus. Der König kann auch noch mal ein bisschen tanken für meine Leute. Das ist auch okay. Klarenburg wird da wahrscheinlich was drin haben, aber die ist zu weit weg, um da irgendwas zu machen. Denkt dran. Wir brauchen die 5 Millionen. Okay, dann werden es vielleicht 100.000, 200.000 drüber sein. Okay. Also wir dürfen das jetzt auch nicht ganz so genau nehmen, aber ich versuche es ja ungefähr hinzubekommen. Jetzt haben wir 4 Millionen gleich. Königin ist noch am Leben. Ich lasse sie auch noch. Gucken, was sie noch macht. Multi-Inferno ist natürlich sehr gut jetzt für uns. Nochmal zünden. Sehr schön. Komm, mach den Turm noch, den Magierturm. Ja, yep. Luftjäger, wenn wir den noch kriegen. Auch gut. Da schon mal einen hin. Da schon mal einen hin. Und dann sind wir eigentlich jetzt gleich soweit, ne? Oh, wir müssen ja von hier vorgehen, ist mir gerade aufgefallen. Wir müssen ja von hier oben vorgehen. Ich habe nur 2... Was? Ich habe nur noch 2 Ballons. Okay, Freezeln auf jeden Fall. Ganz wichtig. Ja, das war kein... Oh, das war kein guter Warden, den ich gezündet habe. Das war nicht gut. Reicht das oder reicht das nicht? Oh, das könnte sogar nicht reichen. Nein, das könnte sogar nicht reichen. Was mache ich denn? Was mache ich denn? 88%. Komm. Oh, wir haben es geschafft. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut, aber wir haben es trotzdem noch gerade rumgerissen. Holen sogar jetzt noch 3 Sterne. Das war kein guter Angriff. Aber es hat trotzdem gereicht. So, nehmen wir die Pokale natürlich auch noch hier mit. Richtung Titan League sind wir jetzt bei 4,3 Millionen. Die Frage ist, ich brauche dann auf jeden Fall das aus der Clanburg. Das reicht sonst nicht. Ah, fast hätten wir es geschafft ohne Clanburg. Mist. Aber bei 4,6 plus noch 700.000. Ja, wir liegen ein bisschen drüber. Ich kann es jetzt nicht ändern, Leute. Ich kann es jetzt nicht ändern. Liegen leider ein bisschen drüber bei 5,3. Schande über mich. Aber nein, ich habe doch eine Idee. Ich habe doch wiederum eine Idee. Also, zunächst einmal machen wir jetzt ein Mauerstück. So, und zwar das hier. So, für 5 Millionen Gold. Rupsdipupsdi, ausgegeben. So, jetzt habe ich das noch aus der... Jetzt habe ich noch ein bisschen was gesammelt. Jetzt sind wir bei 353.000. Aber erst einmal müssen wir hier noch ein bisschen was ausbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay, danach... Kann ich doch die Belagerungsmaschinen noch bauen? Das ist doch der Plan, der Gute. So, 3, zack, zack. Alles klar. Belagerungsmaschinen. Nämlich für 1, 2, 300.000 und jetzt liegen wir bei 53.000. Und das ist doch wirklich okay.
Jetzt kann ich. Ja, ich könnte noch ein bisschen was drücken, wenn ich nochmal die Gegnersuche anschmeiße und nochmal 53 Mal weiterklicke. Aber, oder? Nee, Tausende kostet die 1000? Wir werden es gleich sehen. Ja, die Folge soll jetzt auch nicht ewig und 3 Tage gehen, einfach, weil die eh schon, glaube ich, viel zu lang geht. Länger, als ich sie jemals hätte machen wollen. Los. Boah, ich hasse Titan. Weil wir sind doch nicht ein Titan. 1100. So. Deswegen werde ich jetzt auffüllen. Magische Gegenstände. Ding, 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 ding. Dieser magische Gegenstand. Ja, ja. Jo. Zack, zack, zack. Aufgefüllt. 12 Millionen am Start. Moment. So. Also, ich habe gerade mal ganz kurz umgebaut, einmal ganz schnell, weil ich noch einen Screenshot machen musste. Wir haben jetzt 12 Millionen und die wollen wir jetzt ausgeben für den Magier. Ne, warte mal. Für den X-Bogen. Oh, jetzt hätte ich mich fast wieder vertan. X-Bogen, zack, ausgegeben. Und jetzt schreibe ich mir das mal eben auf. 12 Millionen nochmal ausgegeben. 12 für den X-Bogen. Und jetzt füllen wir es nochmal auf. Dann können wir eigentlich nochmal eine Mauer machen. Weil es wäre sonst blöd. Schatzkammer, nein. Magische Gegenstände. So, benutzen. Zack, zack, zack. Nochmal 12 Mille. Die Frage ist, wofür? Okay, wir machen das wie folgt. Wir machen 2 Mauern. Mauer 1. 5 Millionen. Ah, die habe ich eben gar nicht dabei geschrieben. 5 Millionen, 5 Millionen. Nochmal eine Mauer. Moment. Nochmal 5 Millionen. Schups, hoffentlich habe ich das hinter alles im Kopf. So. Jetzt die Sprungfalle für 2. Jo. Und jetzt werden wir den Mariaturm beenden. Schnupsdi-pupsdi. Haben jetzt quasi nochmal die... Das ist ein bisschen kompliziert, ne? Ich hab das auch noch nie gemacht vorher. Ich hab nochmal die Rune des Goldes. Und werden nochmal einen X-Bogen bauen. So. X-Bogen. Rupsdi-pupsdi. Nochmal ausgegeben. Und jetzt rechne ich das mal eben zusammen. Einen Moment. Also ich komme auf 50,2, ich hoffe mal, ich habe mich nicht verrechnet, ich werde das später nochmal nachgucken im Videoschnittprogramm, ob ich denn tatsächlich auch jetzt die 12, ob das tatsächlich auch 12 Millionen, also 50 Millionen waren, also es sind eigentlich 50,2, aber ich werde das jetzt mal dann gut, wir runden es ein bisschen ab, dann sind es 50 Millionen und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, es war echt mal was anderes, ich habe das auch noch nie gemacht vorher, so exzessiv hier alles zu fertig zu machen, aber ja gut, wir hatten ja auch das Zeug, ne, wir hatten die Runen, wir hatten das Buch des Bauens, wo ich ja eh jetzt ein neues bekomme bald. Von daher ist das ja gar kein Problem. Ich habe... Ah, der Magierturm, er sieht so schön aus. Er sieht so schön aus. Das ist eins der schönsten Gebäude im ganzen Spiel. Selbst die neue Luftabwehr gefällt mir. Die Magierturm, okay, geht auch noch. Aber diese X-Bögen. Ich bin froh, dass es jetzt 14 Tage dauert, weil die so abgrundtief hässlich sind. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Schaltet auf jeden Fall nochmal ein. Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, guckt in die Beschreibung. Macht's gut. Tschüss. Tonight, throw that thing from left, right, side to side. Yeah. All my friends are here. Play my favorite song right back on top. Yeah. And we never stop. Music pumping, we just keep on rolling.